Nummer 1. Ah, ich kann damit nicht springen. Schade. Zwei. Wahrscheinlich gibt es am Ende 4 und ich habe den 4. einfach noch nicht gefunden. So. Wo ist es denn? Da. Hä? Der ist drauf. Okay, es gibt irgendwo noch einen Schalter. Oh, hier ist ein Loch. Da kann ich graben. Man muss natürlich wieder die richtige Stelle treffen. Ach komm, ich habe zu früh gedrückt. Oh, noch ein Trank. Ein verbuddelter Trank. Wie heftig. Ich brauche jetzt hier aber irgendwie noch einen Schalter, einen versteckten. Wo ist er denn? Da! Cool. Praktisch, dass das jetzt hier mit Eigengewicht funktioniert hat. Oh! Oh, ein Herzteil. Und damit haben wir ein komplettes Herz mehr. Das ist lohnenswert. Das ist richtig gut. Habe ich jetzt eigentlich schon das unten links her? Nee, nee. Moment. Ich muss noch... Oh Gott, ich muss weiter nach Süden. Alles wieder voll. Alle sind sie wieder da. Freunde, ich habe euch alle umgelegt. Ihr hattet keine Schädel mehr. Warum seid ihr denn schon wieder da? Ist ja irre. Das ist ja irre. Schnell durch hier. Ach, da passe ich gar nicht durch. Boah, diese Hexe. Muss ja weg. Hilfe. Muss ich doch irgendwie jetzt nach oben, dann nach links? Ah, hier geht's. Doch, da geht's weiter. Muss ich hoffen, dass ich von da dann weiterkomme. Hm. Oh, wie viele Orks. Okay, alles klar. Nächste Ork-Camp. Und dann geht es auch wieder runter. Ich möchte auch nur erstmal das Feld links unten angucken. Da komme ich gar nicht hin. Bin, glaube ich, schon zu weit und habe das ganze Camp ignoriert. Noch mehr Geld. Also da haben wir jetzt wirklich eine ganze Menge. Wie kommt man denn da unten weiter? Vielleicht auch gar nicht von dem Gebiet aus, sondern von einem anderen. Oh. Ist das ein Rätsel? Muss man das verbinden? Moment. Dass das irgendwie hier alles wie so ein Rohr ergibt? Ah, okay. Tatsächlich. Mit dem Kreis, der nun vollendet war, erwachte das knarzende Tor zum Leben. Da will ich doch noch gar nicht rein. Da will ich noch nicht rein. Ich muss noch kurz hier ein bisschen schauen. Ich kann jetzt hier nicht alles skippen. Bisschen gucken muss ich noch. Okay. Pisa-Kaktus. Explodieren die Bomben eigentlich über meinem Kopf? Nee. Das habe ich nämlich nie getestet. Die war gleich weggeworfen, weil ich Angst hatte, dass sie gleich in die Luft gehen. Umso besser, wenn das nicht der Fall ist.
Vielleicht haben die ja noch irgendwas richtig Cooles in ihrem Camp. Hat er mich einfach gepiesackt hier? Frech. Aber für meinen Geschmack wirklich zu viele Orks. Eindeutig. Guckt euch das doch mal an. Vor allen Dingen sind die immer wieder sofort da. Kaum verlässt er das Gebiet, sind die alle wieder da. Da ist wieder so eine Bodenstelle. Mal kurz graben. Noch ein Trank. Waren die gelben Tränke nicht Geschwindigkeitstränke? Bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Da ist eine Kiste. Er damit. Noch eine Schriftrolle. Wo bin ich da nur hineingeraten? Ich liege unter einem Haufen Knochen und bete, dass die Orks mich nicht finden. Was würde ich nur darum geben, wieder am Schloss zu sein? Jetzt weiß ich, warum es verboten ist, das Ödland zu betreten. Falls du das liest und ich tot bin, bitte bring meinen wunderschönen Körper zurück zu den Novizen der Rose. Elissa! Also, dein Körper ist ja wohl noch lebendig. Zum Glück. Dann gehen wir mal links lang. Ach, da kann man nur abkürzen. Garstige Orks. Überall. Manchmal kriege ich auch die Bombe nicht wieder aufgehoben. Weiß noch nicht, woran das scheitert. Wahrscheinlich an mir. Oh, Hilfe! Ist hier was los? Ach Gott, der mit seinem Hammer. Habt ihr noch was bei euch im Camp? Ja, nein, vielleicht? Au, 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 wollte ich gar nicht. Hier war ich aber vorhin schon. Das war genau das Gebiet da. Das hatte ich ja schon. Okay. Ja, nach unten komme ich nicht. Dann könnte ich jetzt entweder wirklich nach da oben durch das Tor. Aber wobei, ein Feld kann ich noch angucken. Hier da eins. Wenn ich jetzt nach rechts und dann nach unten laufe. Sofern es nach unten geht hier. Das werden wir gleich sehen. Ah, geht nicht. Geht nicht. Dann ist der Weg klar. Gut. Dann will ich hier gleich mal durch. Ah, hier kann ich nochmal buddeln. Noch ein Trank. Ich hätte, glaube ich, in der Vergangenheit schon viel, viel öfter schauen müssen, wo diese Bodenzeichnungen sind und da mal rumgraben müssen. Ja, mal gucken, was jetzt hier kommt. Die Kiste. Noch eine Wiederbelebungsblume. Soll das ein Zeichen sein? Ich habe drei, oder? Ich habe drei Wiederbelebungsblumen, drei Tränke, also drei Lebenstränke, drei Ausdauertränke und da war auch gerade, also ich glaube, vier gelbe. Wahnsinn. Wahnsinn. Nehmt das um. Wenn die Ausdauer leer ist. Nehmt hier, da und so. Ich sehe überall nur Orks. Ich werde von Orks träumen.
Immer schön die Häufchen hier wegspringen. Wieso habe ich den nicht getroffen? Nehmt das und das und das. Oh je. Also Burgmauern hier und da laufen die rum. Da braucht man auf jeden Fall einen roten Schalter. Was sagt die Karte? Okay. Ja, dann. Die Frage, ob ich jetzt wirklich hier erstmal da lang laufe oder ob ich gleich durch die Mitte gehe. Ich glaube, ich gehe durch die Mitte. Im Zweifelsfall muss ich dann eh nochmal oben auf der Burgmauer lang laufen. Hier ist ein Teleporter gleich mal. Wie heißt der? Ödlandschloss. Die Dinger hier, da kannst du nichts machen, oder? Nö. Orks stampften mit Getöse und Elektrizität erfüllte die Luft. Krokus verbarrikadierte sich hinter seiner Magie. Die junge Ritterin musste einen Weg finden, um ihn zu erreichen. Sonst wäre alles verloren. Ja, Krokus, ich krieg dich schon kaputt. Wahrscheinlich muss ich hier diese komischen Strompfeiler kaputt machen. Oder die Orks erstmal. Weil tatsächlich ist da gerade nichts passiert, als ich gegengeworfen habe. Ach so, ja, es war ja wieder Dynamit. Tut es weh? Ja, es tut weh. War ein Test. Mach mal alle Orks weg. Die Musik ist richtig abenteuerlich hier. Der Soundtrack, muss ich sagen, gefällt mir von Blossom Tales bisher echt gut. Richtig cool gemacht. Aua. Warum tun sich eigentlich die Orks nicht weh? Das verstehe ich nicht. So, aber jetzt habe ich ja alle erwischt und da geht es trotzdem nicht durch. Dann ist das hier irgendwo in den Seitengängen. Und wahrscheinlich ist das ganze Schloss einfach voller Orks. Da brauche ich irgendwie was. Ah. Natürlich Bodenplatten, die verschwinden. Wer bist du denn? Ah, Hilfe. Oh, den habe ich aber doch direkt erwischt. Das ist cool. Ach Gott. Natürlich fängt man dann von vorne an. Wie sollte es denn anders sein? Also einfach aufpassen, wo man hinläuft. Und nicht abschießen lassen. Jawohl. Cool. Darf ich nicht nochmal rankommen? Sonst versperre ich mir hier wieder selber den Weg. Ach, gleich zwei davon. Kann man die auch wegsprengen? Nee. Okay, auch wieder indirekt treffen. Beziehungsweise von hinten halt. Okay, also hoch X, hoch Viereck. Ah, ich brauche die richtigen Symbole. Okay. Irgendwo brauchen wir dann auch die Info zu einem Muster. Na, mal schauen. Kriegen wir schon noch raus?
Alter, Verwalter, was ist denn das hier? Ich glaube, das geht nicht mal kaputt. Hat das meine Bombe gerade gefressen? Ja. Aber es geht dadurch nicht kaputt. Es frisst sie einfach. Das finde ich aber nicht cool. Warum müssen die alle hier... Nee, es frisst meine Bombe nicht. Moment. Das war irgendwie komisch. Vielleicht täuschte das auch. Wow. Also, nee. Das gefällt mir hier aber nicht. Ah. Ha. Oh. Okay. Schnell, schnell, schnell. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Plan war, aber guckt mal hier. Die Symbole. Da haben wir schon mal ein X und ein Dreieck. Ich schreibe mir das mal kurz irgendwo hin. Moment. Mein Gedächtnis lässt mich nämlich viel zu oft im Stich. So. Also. Erst das Dreieck. Links und dann das X. Okay, und hier sind fiese Zacken auf dem Boden. Ja, fiese Orkis. Den machen wir gleich kaputt. Ah, da ist diesmal kein Schalter. Nee, ich wollte doch werfen. Also hier ist aber gerade kein weiterer Schalter, kein weiteres Symbol. Gehen wir mal weg. Oder ich habe das vielleicht noch nicht ganz verstanden mit den Totenköpfen an der Wand. Das kann gut sein. Vielleicht kann man mit denen doch noch irgendwas machen und ich weiß nur einfach noch nicht was. Da ist ein Schalter. Und hier, okay, das war klar. Man bewegt sich. Müssen die alle zeitgleich? Wahrscheinlich. Oh je. Ah, Moment, da oben. Brauche ich mal einen Bogen. Vielleicht da oder hier? So. Ha, voll nicht erwischt. Perfekt. Nein, das geht so nicht. Okay, verstehe. Reicht hier ein Pfeil? Nee. Aber die brauchen tatsächlich ein bisschen länger. Also da hat man schon noch eine Chance. Eventuell hier im Bumerang. Ach Mist, das war nicht so gut. Das sieht schon aus wie so ein Bumerang-Rätsel. Ach, Mist. Bisschen getrödelt. Mist. Das muss besser gehen. Und jetzt schnell wieder... Nee. Oh, das reicht nicht. Ah, das ist... Ah. Rein theoretisch würde es reichen. Eins, zwei und jetzt muss man hier besser treffen. Ach, ich hatte keine Energie mehr. Das ist natürlich dann noch ein anderes Problem. Fang nochmal an hier. Ah, da habe ich ja richtig verkackt gerade. Super, und meine Lebenspunkte sind jetzt auch nicht perfekt. Nein. Ach, wieso... Ich treffe hier einfach nicht. So schnell. Jetzt geht doch. Meine Güte. Mein Leben ist ganz schön am Limit. Herzchen ist immer gut. Spinnen! Es gibt Spinnen, natürlich. Bringt ihr Herzchen? Erstmal eine Bombe. Ich könnte natürlich auch einen Trank nehmen, aber ich will noch gar nicht.
Nehmen wir noch mehr Spinnen. Ah! Wenn man vom Teufel spricht. Okay, damit ist der Weg frei. Aha, okay. Verstehe. Diese Teile erinnern mich ein bisschen an diese Plasmalampen, die früher in waren. Falls ihr die noch kennt. Kein Herzchen drin. Hä, komme ich jetzt durch oder geht das gleich wieder an? Ah, na, na, na. Wäre ich fast durchgelaufen. Wow. Boah, richtig frech. Also ich werde gleich keine Wiederbelebungsblume verschwenden. Wenn ich hier keine Herzchen finde, dann muss ich einfach mal einen Trank schlürfen. Oh, hat die mich noch erwischt, die Spinne? So ein freches Stück. Na, noch mehr? Klar. Noch mehr ohne Fahrschein. Okay. Ich nehme erstmal einen Trank. Bei den Gegnern hier kann das sonst richtig gefährlich werden. Vielleicht auch mal ein Schild? Warum haben die eigentlich alle Blut an ihrem Schwert? So viele Menschen kommen da hier gar nicht durch, oder? Also ich habe ja vorhin gehabt hier Dreieckkreuz. Da ist die Frage, ob das dann die oberen waren. Und jetzt müsste man halt gucken, was man hier noch braucht. Ja, ich gehe mal in die andere Seite lang. Da werden wir dann sicherlich die anderen Symbole kriegen. Nee, wartet mal. Ich bin jetzt aber gerade... War ich hier nicht? Hier war ich ja schon. Wo kriege ich denn die anderen Symbole her? Oder geht's von hier aus auch nochmal weiter? Das kann natürlich... Ah, ja. Okay. Ist schon noch ein Stück dann hier hoch oder so. Aber da ist gar kein Weg. Was ist denn da los? Da komme ich ja gar nicht hoch. Gut. Dann muss da doch irgendwie noch was sein. Noch mehr Geld. Oder ich habe hier noch was übersehen. Aber eigentlich ist das ja der... Nee, es ist gar nicht der Eingang. Oder? Doch. Was ist denn hier los? Wirkte gerade so anders, aber okay, dann ist das ganze rechte Gebiet der Eingang gewesen. Ich habe einfach nur gehofft, ich könnte hier halt auch noch hoch. Geht aber nicht. Natürlich. Ja, dann schauen wir hier nochmal, ob ich hier irgendwie noch weiterkomme. Also stimmt, links leuchtet es ja auch noch. Da hätte es irgendwo noch links weitergehen müssen. Habe ich das übersehen? Oder war das zu? Das glaube ich tatsächlich eher. Ja, die fiesen beiden. Hier, da ist nämlich zu. Genau, aus dem Raum hier raus komme ich da nämlich sonst gar nicht hin. Da brauche ich halt erst die Lösung für die Symbole. Also zwei hatten wir, da ist jetzt einfach nur nicht klar, ob die oben oder unten hinkommen. Und hier unten, das wäre halt, ja, Zufall. Vielleicht kommen auch die gleichen hin. Nee. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Aber das ist auch gar nicht die Tür, die noch da ist, weil ich kann ja nochmal weiter, ein bisschen hoch und nach links.
Ah, da muss ich irgendwie auch nochmal durchkommen. Ach, Mensch. So, genau. Hier habe ich die Symbole hergehabt. Dann muss es noch weitergehen. Habe ich wahrscheinlich einfach nicht gesehen. Ah, hier! War das offen, als ich die benutzt habe, hier die Schalter? Ist das aufgegangen oder ist die Tür unten aufgegangen? Benutzt die jetzt einfach nochmal? Weiß jetzt, wie es geht? Also, so nicht. Mal. Eins, zwei und jetzt schnell. Drei. Ach, das hat nicht. Naja, oder es hilft nicht, weil. Nee, okay. Oben das. Das muss ich noch aktivieren. Aber da ist die Frage, wie kann ich da hinschießen? Weil irgendwie ist das ja erhöht. So wirkt das auf mich zumindest. Dass ich von hier unten gar nicht dahin schießen kann, da muss ich irgendwie oben auf diese Plattform kommen. Ist hier noch was? Aua. Diese Spinnen! Die sind ja so dreist. Lass mich in Ruhe. Ach Mensch, hier sind doch die Symbole. Kreis und Viereck. Bin ich ja erfolgreich daran vorbeigelaufen. Kreis und Viereck. Und wenn ich jetzt auf die Karte gucke, dann waren die anderen Symbole ja in den oberen Räumen und die halt in den unteren. Ich trete nochmal auf die Stacheln. Dann sage ich jetzt einfach, das sind die Symbole wirklich für unten. Immer wieder diese Skelettis hier. Okay, Kreis und Viereck und oben Dreieck und Kreuz. Tada, sehr schön. Okay, haben wir das auch gelöst. Aha, da wollte ich doch hin. Jawohl. Der Kreis schließt sich. Gibt's hier noch Hilfe? Oh, gibt's hier noch Herzchen? Ich komme da nicht ran. Da muss man direkt nah dran sein. Aber das Spiel hat sowieso gerade keine Herzchen für mich übrig. Denn halt nicht.